Friedensforscher sprechen von einer besorgniserregenden Entwicklung. Zwar geht die Gesamtzahl der Atomwaffen weiter zurück, wie aus dem Jahresbericht des schwedischen Instituts SIPRI hervorgeht. Dafür seien alle 9 Atommächte dabei, ihre nuklearen Arsenale weiter zu modernisieren oder auszubauen. Es drohe ein neues Wettrüsten. Weltweit lagern noch immer mehr als 13.000 Atomsprengköpfe in den Depots. Noch immer gelten sie als Symbol militärischer Abschreckung. Und doch geht die Anzahl solcher Nuklearwaffen zurück, so das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI. Der Grund? Die beiden großen Atommächte USA und Russland modernisieren ihre Bestände und sortieren alte Waffensysteme aus. So geben die USA an, noch 5.800 Atomwaffen zu besitzen. In Russland sinkt die Zahl auf 6.375. Für SIPRI kein Grund zur Entwarnung. Neben China bauen insbesondere Indien und Pakistan die Anzahl nuklearer Sprengköpfe auf 150 bzw. 160 aus. Für die Forscher ein gefährliches Wettrüsten. Ihre Bestände könnten in den kommenden 10 Jahren deutlich ansteigen. Zudem entwickeln sie neue Luft-, Land- und Seeträgersysteme. All das aufgrund von Spannungen im Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan. Auch der 2010 unterzeichnete New START-Vertrag, der die Reduzierung amerikanischer und russischer Sprengköpfe regelt, laufe im Frühjahr 2021 aus. Neue Gespräche sind geplant, aber schwierig, da die USA auch China mit am Tisch haben wollen, Peking aber ablehnt. Wenn es um künftige Abrüstungsverträge geht, denke ich, müssen sie die strategische Stabilität verbessern. Risiken, Gefahren und Missverständnisse müssen abgebaut werden. Es braucht ein breiteres Verständnis darüber, wie die Sicherheitskarte des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Nicht nur die Friedensforscher verfolgen deshalb mit Spannung, ob es den USA und Russland gelingen wird, ein modernes Abrüstungsabkommen auf den Weg zu bringen. Nachgefragt bei Christian Blenker in Stockholm, wie beunruhigend ist denn dieser Jahresbericht? Wie immer gibt es bei so einem Bericht Licht und Schatten. Wenn wir uns die Langzeitperspektive angucken, dann muss man sehen, dass eine ganze Menge Atomwaffen abgerüstet oder abgebaut wurden. Seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges sind das viele Tausend. Und die großen Atommächte USA und Russland missten ihre Bestände sozusagen aus. Alte Systeme werden aussortiert und modernere Waffensysteme werden angeschafft. Und dennoch sagen die Forscher, es gibt eben auch die kleineren Länder, die Atomwaffen besitzen. Und da ist der Trend genau umgekehrt. China bzw. Indien und Pakistan bauen leicht aus. All das ein Gesamtbild, also das die Forscher beunruhigt. Mhm. Erst im vergangenen Sommer war ja ein wichtiges Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland aufgekündigt worden. Der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Kurz- und Mittelstreckenwaffen. Welchen Stellenwert haben Abrüstungsgespräche denn zurzeit? Einen großen. Es gibt ja ein ganzes Bündel von solchen Abkommen. Sie haben INF erwähnt. Es gibt aber auch den ABM-Vertrag, also ein Sicherheitsschild, den die Amerikaner aufgekündigt haben. Und Forscher bemerken auch, dass es ein Comeback der konventionellen Waffen geht. Deswegen sagen sie, all das gehört in ein breiteres Bild. Auch der Trend des Cyberwars, sozusagen die Möglichkeit, einen Krieg auch auf diese Art und Weise zu führen, müsse in solche Gespräche thematisiert werden. Deswegen sagen Forscher, es muss also ein breiteres, ein moderneres Abrüstungsabkommen geben. Die Atommächte arbeiten aber weiter an einer neuen Generation von Nuklearwaffen. Welche Erklärung haben die Friedensforscher denn dafür? Ja, das ist ganz spannend. Also die reine Zählerei von Atomsprengköpfen ist ein bisschen der Zeit des Kalten Kriegs geschuldet. Und spannend ist eben, dass es viel kleinere, taktisch modernere Waffensysteme gibt, die zum Beispiel auf einem U-Boot geladen werden können, sehr, sehr viel kleinere Sprengköpfe haben. Und da sehen die Forscher eben eine Gefahr. Also weg von den großen Beständen hin zu modernen, kleineren, flexibleren Waffensystemen. Gut 13.000 Atomsprengköpfe gibt es ja weltweit. Wie groß ist die Gefahr eines neuen Wettrüstens? Insbesondere Pakistan und Indien macht den Friedensforschern Sorge. Der Hintergrund ist ja die Kaschmir-Region, also Streitereien um Grenzgebiete. Und wenn es dann zwei Länder gibt, die dort klammheimlich aufrüsten, ist das für die Forscher sehr, sehr beunruhigend. Deshalb sagen sie, auch auf diese Region muss man gucken und auch hier müssen Gespräche geführt werden. Und welche Rolle spielt Nordkorea bei den Friedensforschern?
Die Friedensforscher gehen ja auf offizielle Quellen zu und bekommen Zahlen. Und bei Nordkorea ist das eben anders. In Wahrheit ist das weiterhin eine Blackbox. Man geht davon aus, dass es solche Waffensysteme geben kann, aber sicher können sie nicht sein. Dazu können die Forscher also nichts sagen, sondern nur spekulieren. Danke für das Gespräch, Christian Blenker.